Ja, habe ich mich so verföhnt? Ja, du siehst ganz furchtbar aus. Danke. So, dann nehme ich mal schnell meine Brille, stecke mir die ins Haar, wie so ein Haarreif. So, wunderbar. Na gut, warum hast du dich denn geföhnt? Naja, weil draußen, da war es so nass und dann bin ich so nass geworden, dann musste ich mir die Haare föhnen. Und wir brauchen den Föhn nachher noch für unser Experiment. Oder bin ich aber mal gespannt? Ja, und vorher, zum Experiment brauchen wir nämlich noch mehr. Da bin ich mal ganz doll gespannt. Da haben wir nämlich einmal einen Tischtennisschläger und einen Ball. Oh, pass mal auf, ich versuche das mal. Kannst du das? Ja, ein bisschen, glaube ich. Achtung. Oh ja, so funktioniert das. Also, wenn man den Ball einfach mal auf dem Tischtennisschläger lässt. Naja, so richtig gut kannst du das aber nicht. Ich versuche mal damit auch irgendwo gegenzuspielen. Nee, gar nicht wieder. Ich versuch's nochmal. Achtung. Oh, du kannst das gar nicht, glaube ich. Überhaupt nicht. Ja, vielleicht kann ich es auch wirklich überhaupt nicht. Aber es ist auch gar nicht so einfach. Der Ball ist rund und fliegt andauernd durch die Gegend. Ja, du haust ihn ja auch. Ja, das ist so bei einem Spiel. Dann haut man diesen Tischtennisball und der macht dann immer Ping und Pong. Und dann fliegt er durch die Gegend. Achtung. Ja, das muss ich noch üben. Aber das brauche ich heute nicht üben. Weißt du was? Nein, was denn, Lola? Ich komme mir auch manchmal vor wie so ein Ping-Pong-Ball. Wie ein Ping-Pong-Ball? Ja. Kennt ihr das auch, Kinder? Lola macht dies, Lola macht das. Oder Lola lass dies, Lola lass das. Wie so ein Ping-Pong-Ball. Oh, das tut mir aber leid. Ja, und dann fliegt man auch. Manchmal kommt man sich auch so vor, als wenn man durch die Gegend fliegt, so wie du die ganzen Bälle hier verteilt hast. Dann bin ich so ein Ping-Pong-Ball und ich fliege immer durch die Gegend und weiß überhaupt nicht so richtig, was ich will und wer ich bin und überhaupt total planlos. Planlos? Wie? Das hört sich ja, naja, ein wenig chaotisch an. Ja, und auch irgendwie nicht toll. Man wird von allen so rumgeschubst. Was sagt denn Gott dazu? Zum Tischtennisball, zum Tischtennisspielen? Nein! Zum Ping-Pong-Ball? Nein, Mando! Dazu, dass, wie das so laufen soll im Leben, soll man sich einfach immer so von allen hin und her, ja, wie soll ich sagen, so zum Spielball werden, immer hin und her, Ping-Pong, Ping-Pong, Lola hier, Lola da. Ja, eigentlich, glaube ich, ist es nicht so gedacht. Aber zum Tischtennis spielen steht nichts in der Bibel. Ah, du kapierst auch gar nichts. Doch, ich habe das schon verstanden. Dazu brauchen wir aber unser Experiment, um dir das zu erklären, Lola. Wir brauchen einen Tischtennisball und wir brauchen einen Föhn. Ich habe das hier mal aufgebaut. Okay. So, ich mache den Föhn mal einmal kurz an. Es wird laut. Achtung. Sieht das hier ganz gut? Die Haare fliegen hin und her. Genau. Und wenn ich jetzt den Ball da reinwerfe in diesen Föhn, in diesen Strahl, was meinst du, was passiert? Na, der Ball fliegt durch die Gegend. Bing, bong, bing, bong. Ist ja noch viel schlimmer als mit dem Schläger. Mal schauen, wir probieren das aus. Achtung. Nein, nein, nein. Doch, ich lass jetzt los. Achtung. Wow, der bleibt ja einfach da oben. Einfach, wow, hast du den festgemacht? Nein, ich habe den nicht festgemacht. Wow, ich mach mal etwas weniger. So. Jetzt ist der Ball ganz weit unten, aber er bleibt immer noch in dem Luftstrom. Genau, der Ball bleibt in dem Luftstrom. Einfach so und schwebt trotzdem. Und was hat das jetzt mit Gott zu tun? Naja, Gott ist so wie dieser Luftstrom. Sein Strom, seine Liebe, die tragen uns, wenn wir jetzt der Tischtennisball sein sollen, die tragen uns und lassen uns trotzdem frei. Freiheit, das hat was mit Liebe zu tun, jemand frei zu lassen und ihn trotzdem zu tragen. Das kann dieser Föhn bzw. der Luftstrom. Und Gott ist so ein Luftstrom?
Ja, der ist wie so ein Luftstrom. Der passt auf, dass wir nicht wie wild durch die Gegend fliegen und uns irgendwas Schlimmes passiert oder aber ja, wir zum Ping-Pong-Ball der anderen werden und der hält uns trotzdem fest. Wir können uns frei bewegen. Der Ping-Pong-Ball hat sich ja bewegt. Aber wir bleiben in seinem Luftstrom, in seiner Liebe. Das ist ja toll. Das muss ich auch mal gleich ausprobieren. Genau, das könnt ihr auch zu Hause ausprobieren. Gott will bei euch sein und euch festhalten wie so ein Luftstrom. Machst du das nochmal? Ja, ich mache das nochmal. Achtung, es wird wieder laut. Schön, ne? So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Probiert das mal aus mit einem Tischtennisball und einem Föhn, ob der Ball auch bei euch in diesem Luftstrom bleibt. Und ihr könnt das auch in eurem Herzen ausprobieren, indem ihr einfach sagt, lieber Gott, ich möchte mit dir leben, halt mich fest in deinem Strom. Genau. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Wir haben gerade noch was vom Luftstrom Gottes gehört, von seiner Liebe, die uns trägt und hält und trotzdem Freiheit gibt. Davon handelt auch der nächste Song von Gottes Liebe, die so wunderbar ist. Ihr kennt den alle. Singt einfach mit und seid dabei. Sie erfahren, lasst einfach los, lasst euch in Gottes Luftstrom halten, wärmen und dort zu Hause sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!